So, hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 22. Wir sind immer noch in der Trial-Version unterwegs. Ich glaube, die letzten 2, 2,5 Stunden brechen jetzt an. Wir haben immer noch unser Problem gegen unsere Cincinnati Bengals, die wir besiegen müssen. Wir schauen mal, ob wir vielleicht ein bisschen Hilfe über das Aha bekommen. Wenn da irgendwo was Preiswertes zu bekommen ist, was einen Stern auf dem Helm hat, dann schlagen da vielleicht mal zu, werfen wir also mal einen Blick hinein. Ein Quarterback, einen rechten Tackle. Aber Leute, das sind Preise dafür. Donovan Wilson Strong Safety. Die will ich eigentlich gar nicht dafür ausgeben, weil ich ja auch genau weiß, dass wir diese Leute bekommen werden, wenn wir hier jetzt bald unterwegs sind. Oh, das ist auch alles von der Qualität her, das. Was ich mir so wünsche, schauen wir mal bei den Elite-Playern hier rein, was wir hier haben. Prescott, Keanu Neal, schon schick, um Himmels Willen, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber das Geld fehlt. Das Geld fehlt. Nee, also wir machen es mit den bestehenden Bordmitteln weiterhin. Müssen noch ein paar Passing Yards erzielen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also lasst uns in die Campaign reingehen und lasst uns bitte, bitte, bitte endlich die Cincinnati Bengals besiegen. Los geht's. Der nächste Versuch. Wir spielen wieder auf hart. Bonus Goal. 8 vollständige Pässe und 200 Yards in der Offense, was schon hart genug wird. Aber in der Offense, nachdem wir jetzt CeeDee Lamb haben, mache ich mir gar nicht mehr so die großen Sorgen. Die großen Sorgen habe ich wegen unserer Defense. Da sehen wir unseren Head Coach Mike McCarthy. So, das Tackling setzen wir auf aggressiv. Cincinnati eröffnet die Partie hier im AT&T Stadium mit dem Kickoff. Los geht's. CeeDee Lamb nimmt den Ball auf, retourniert über die linke Seite an die 23. Erster Versuch und 10 für die Offense der Dallas Cowboys. Unser Quarterback Dak Prescott. Den Ballcarrier stellen wir auf aggressiv und wir versuchen auch erst einmal zu laufen. Ballsicherheit und vor allen Dingen Zeitkontrolle sind da so die Keywords für. 6 Yards Raumgewinn beim ersten Run. Da lässt sich doch mitarbeiten. 2. und 4. Da bleiben wir doch gleich dabei. Ball an der 29-Yard-Linie. Und das ist das First Down für die Cowboys. Also, wir bleiben im Ballbesitz. Erstes First Down. Das sollte doch ein bisschen Sicherheit geben. Der erste Screen versuche ich. Arbeite immer noch gern mit dem Screen, auch wenn der gegen die Bengals sehr oft in die Hose geht. Aber diesmal sieht es gut aus. Mason wartet hier noch auf einen Vorblocker. Wir sind an der 43-Yard-Linie. Der erste vollständige Pass von Prescott. Und wir sind bei 20 Passing Yards. Wir probieren das gleiche nochmal, jetzt aber über die andere, über die rechte Seite. Blitz kommt von links. Das wird uns aber egal sein, denn hier blitzt sowieso alles. Mason mit Glück kommt an die 41-Yard-Linie, dritter und vier. Da haben sie es schon wieder gerochen, die Bengals. Red Zone Scissor. Eigentlich ein Red Zone Spielzug. Wir nehmen ihn jetzt. Mir geht es hier um das First Down. Wir achten auf CeeDee Lamb. Der kommt von der linken Seite. Oder auf unseren Tight End. Der hat hier das First Down. Wir sind an der 47-Yard-Linie. Dritter vollständiger Pass von Prescott. Wir können hier nur mit kurzen Pässen arbeiten. Das wissen wir ja mittlerweile. Dank vieler, vieler Interceptions, die wir hier geworfen haben. So, Gray geht auf einen Outside Run. Da achten wir mal drauf, ob er sich da lösen kann. Allen unsere Absicherung.
Er bekommt den Ball, kann sich aber nicht gut lösen. Zweiter Versuch und 8. Nehmen wir den Wheel Spot. Wir schicken Gray über die Mitte. Achten auf Allen und auf Harmon. Die beiden Receiver. Der Ball aber zum Tight End und der hat Platz. Gray immer noch unterwegs. Nimmt den Kopf runter. Starkes Play. Das war gut. Wir sind an der 18-Yard-Linie in der Red Zone. Erster und 10 für die Offense der Dallas Cowboys. Leute, war das wichtig. So, wieder schicken wir Gray von rechts kommend auf eine In-Route. Achten auf Lamp. Schauen wir mal, ob der sich da so ein bisschen davon stehen kann. Fast die Interception. Riskanter Ball von Prescott. Da wäre es bald schon wieder vorbei gewesen mit dem schönen Drive. Lamb von links auf einer Slant. Wir achten auf Gray, den Tight End. Der Ball auf CD Lamb und ein wunderbarer Catch. Ball an der 5-Yard-Linie. First and goal für die Dallas Cowboys. Die Bengals bisher noch ohne einen einzigen Offense-Spielzug. Die Cowboys dominieren. Wir probieren es mit einem Run. First and goal. Mason sucht sich hier aus, wo ist die Lücke. Kommt an die 1-Yard-Linie. Wir haben ein Second and goal. So, die Bengals geben uns eine reine Rushing Defense. Per Auto bekommt der Pass und der ist am Boden. Incomplete. Keenan Allen war der potenzielle Receiver. Dritter Versuch und Goal. Jetzt muss das Ding in die Endzone. Und Mason bringt es rein. Touchdown. Dallas Cowboys. 77 Offense Yards in diesem ersten Drive. Wichtig für das Bonus-Goal. Und wir sind im Rennen, Freunde. Das war ein richtig guter Drive. Wir dürfen, wie gesagt, hier nicht mit langen Pässen arbeiten. Wir müssen mit kurzen Pässen arbeiten. Unterstützt von Runs durch die Mitte. Über die Außen können wir nicht gehen, da fehlt uns der Speed für. Da haben wir gesehen, Mason ist noch einer der 60er Starter, wenn man hier ganz neu anfängt. Und da haben wir ja leider Gottes eine ganze, ganze Menge von. So, der Return der Bengals. Oh, der ist gut. Der ist guter Return. An die 28-Yard-Linie. Jetzt kommt Joe Burrow zum ersten Mal auf das Feld. Defense haben wir eingestellt. So, schauen wir mal, was die Bengals in der Offense für uns zur Verfügung haben. Ganz schneller Pass. Boah, was hat er den rausgehauen? Joe Burrow, ein Play. Und die Bengals stehen an der 5-Yard-Linie. Na, Mahlzeit. Was wünscht man sich mehr? First and goal, Cincinnati. Guten Morgen, liebe Defense. Wir verteidigen gegen einen Run durch die Mitte. Auch wenn wir damit in der Passing Defense sehr offen stehen, aber es war die richtige Entscheidung. Cincinnati verliert ein Yard, Second and Goal an der 6-Yard-Linie damit. Dallas jetzt in einer Zone. Oh nein, und da kommt die Marcus Lawrence nicht an Mixon heran. Der ist in der Endzone, macht den Touchdown. Oh, ich könnte heulen. Schwache, schwache Defense-Vorstellung. Sieben zu sieben und 7 Sekunden sind es auch noch bis zum Two-Minute-Warning. Wir sehen den Kick der Bengals. Lamb nimmt den Ball auf. Retourniert an die 24-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Dallas Cowboys. Wir haben noch 3 Sekunden bis zum 2-Minute-Warning.
bis also zur offiziellen Auszeit. Und schauen wir doch mal, was wir da noch machen können. So, nicht, und ganz, ganz wichtig, nicht übermütig werden. Das hat uns schon zu oft hier richtig wehgetan. Lampard außen dann 1 gegen 1. Das schauen wir uns mal sehr genau an, ob er da schnell ist. Er ist 1. Boah, Leute. Das ist ein Witz, oder? Unser Left Tackle. Ich weiß nicht, wo er gerade war. Er war auf keinen Fall, hat er irgendetwas mit dem Pass Rush Blocking zu tun gehabt. 2. und 20. Ball an der eigenen 14-Yard-Linie. Mason direkt getackelt, verliert 2 Yards. Wir kommen nicht nach vorne. Timeout. Die Bengals übernehmen jetzt hier, wie befürchtet, das Kommando. Wir gehen per Audible in einen Slant-Spielzug. Allen und Lamb. Wir brauchen hier ein First Down. Und da hat auf einmal Allen ganz viel Platz. Immer noch unterwegs. First Down, Cowboys. An der 45-Yard-Linie. Das ist, glaube ich, das beste Big Play gewesen, was wir in diesen ganzen Matches gegen die Bengals hier zustande gebracht haben. 1. und 10 an der 45-Yard-Linie von Cincinnati. So, Grant Mason hat der Kinn die rechte Seite. Wir achten auf Keenan Allen. Ball geht aber raus zum Running Back. Der wird direkt genutzt an der 43-Yard-Linie. 2. Versuch und 8. Wir nehmen die 4 Verticals. Schicken Gray den Tight End über die Mitte. Mason kommt aus dem Backfield. Der Ball zum Tight End. Possession Catch. Und das ist ein First Down an der 26-Yard-Linie. Oh, das wäre so wichtig, wenn wir hier noch scoren können vor der Pause. Allen und Lamb gehen von links wieder auf eine Slant. Harmon kommt von der rechten Seite. Und wieder hat Keenan Allen Platz. Und das ist nicht der Touchdown. Mann! An der eigenen Yardlinie gestoppt. First and goal für die Cowboys. 45 Sekunden vor dem Ende. Und wieder sehen wir eine reine Rushing-Defense von Cincinnati. Und das ist der Touchdown. CeeDee Lamb bringt Dallas wieder in Führung. Da waren richtig gute Plays dabei. Das nähert sich so langsam mal einer Offense, was wir da gesehen haben. Es steht 14 zu 7 für die Dallas Cowboys. Der Kick von Greg, nein, Greg Sörlein ist es noch nicht, so weit sind wir noch nicht, von unserem Kicker. Schöner Hit. Wir haben noch 39 Sekunden auf der Uhr. Liebe Freunde, bitte keinen Touchdown. Cover 4 und wir ziehen uns sogar zurück. Es geht mir jetzt nur darum, hier großen Raumgewinn zu verhindern. Burrow mit einer Completion. Wir haben einen 2. Versuch und 1. Wieder ziehen wir uns zurück. Die Bengals haben noch ein Timeout. Burrow wirft vollständig. Receiver ins Aus an der 47-Yard-Linie. Uhr hält an bei 29 Sekunden. Cincinnati wird jetzt versuchen, die Seitenlinie zu attackieren. Damit sie sich das eine... Oh, oder auch nicht. Über die Mitte. Und das ist natürlich nicht gut für Cincinnati gewesen. Das ist gut für uns, denn jetzt müssen die Bengals ihr letztes Timeout nehmen. So, dann schauen wir mal, mit was wir hier verteidigen. Wir gehen in eine Cover 3. Ziehen uns zurück.
Zweiter und fünf für Burrow und die Bengals. Die Marcus Lawrence macht Druck und fast eine Interception durch Dicks. Dritter und fünf. Aber da hat man die Gefahr gesehen, die von einem Joe Burrow ausgeht. Der kann halt das Ding auch tief mal eben rauswerfen. Und das war eine knappe Nummer, die wir da gerade hatten. Wieder ziehen die Cowboys sich zurück. Dritter und fünf. 14 Sekunden vor dem Ende. First down. Boah, der 20-Yard-Linie. Ein Mörder-Hit. Und die Uhr läuft runter. Da fehlt den Bengals das Timeout am Ende. Und so gehen wir mit einer 7-Punkte-Führung in die Pause. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, dass uns das gelungen ist. Ja, die Bengals arbeiten mit kurzen Pässen. Aber man hat gesehen, Burrow kann halt auch den langen Ball. Mike McCarthy auch hier. 88,8% Completion. Mit Prescott und unserem Receiver-Core können wir momentan, so gerne wie es möchte, noch nicht tief gehen. So, wir eröffnen die zweite Halbzeit. Wichtiger erster Drive der Bengals liegt gleich vor uns. Wenn wir hier keinen Touchdown kassieren, nur ein Field Goal vielleicht. Im Idealfall sogar gar keine Punkte. Oh, was für ein Hit. Irgendwann muss es doch mal einen Fumble geben, Freunde. Also, wenn uns das gelingt, dann haben wir hier, glaube ich, eine echte Chance. Erster und 10 an der eigenen 22-Yard-Linie. Mixen mit einem Run und der ist gut. An die 32, oh, das war Williams. Noch kein First Down, wir haben einen zweiten Versuch und Zentimeter. Second and Inches. Der Druck auf Burrow und das ist ein, oh, Dix. Was macht Dix denn da? Sullivan wirft sich da noch auf die Füße an der 1-Yard-Linie gestoppt. Mein Gott, Dix mit einer katastrophalen Defense-Leistung. Oh, war das schlecht. Mann, First and Goal. Wir verteidigen gegen einen Lauf durch die Mitte. Gestoppt an der 3-Yard-Linie. Das ist ein Second and Goal. Wir bleiben dabei. Verteidigung gegen den Run durch die Mitte. Und Burrow wirft. Und das ist ein Sack. Niemand kommt durch. Dritter Versuch und Goal. Jetzt werden die Bengals auf jeden Fall werfen müssen. Druck auf Burrow. Und da kommt die Marcus Lawrence. Ein wichtiger Sack. Denn jetzt sind sie weit raus vom Field Goal, vom Touchdown. Vierter Versuch und Goal. Da kann jetzt nur die Field Goal Unit kommen. Da mache ich mir auch keine Sorgen, dass hier gefaked wird. Ein katastrophales Play haben wir hinnehmen müssen. Danach hat die Defense wieder überragend gespielt. Wir haben ein 14:10 auf dem Scoreboard. Jetzt haben wir unser Schicksal echt in den eigenen Händen. Jetzt ein Touchdown. Und wir können uns sehr beruhigt erstmal zurücklehnen und Cincinnati machen lassen. Lamb retourniert an die 21-Yard-Linie. Das ist ein erster Versuch um 10. Quarterback Dak Prescott kommt auf das Feld. Die Bengals anfällig für Slants. Und da wollen wir ansetzen. Wollen weiter mit diesen kurzen Pässen arbeiten. Und natürlich auch mit Läufen. Aber jetzt erstmal ein Pass. Drag Verticals. Wir schicken unseren Tight End über die Mitte. Achten auf jemanden, der kommt von der rechten Seite. Der Ball zum Tight End. Schöner Catch. First down an der 41-Yard-Linie. Das sind genau die Plays, die wir jetzt brauchen. Cowboys Slot Under. Wir achten auf Keenan Allen.
Ray geht auf eine Out Route, unser Tight End. Allen hat Speed, kommt aber nicht weiter nach vorne. Wir sind an der 45-Yard-Linie, zweiter Versuch und 6. Und wie gesagt, wir müssen hier auch mit Läufen arbeiten. Wir können nicht nur Prescott und die Wide Receiver die Arbeit machen lassen. Ein Yard Raumgewinn, das war nicht sehr gut von Mason. Und jetzt ist das dritte Quarter vorbei. Wir sind angekommen im Schlussviertel. Wir brauchen ein First Down, dritter und 5. Allen von rechts, Mason aus dem Backfield kommend. Und Allen mit dem First Down. Nein, doch, den hat er. Den hat er doch, oder? Er hat ihn nicht. Er hat ihn nicht. Das gibt's nicht. Vierter Versuch und 5. Haltet mich für wahnsinnig. Wir spielen diesen Versuch aus. Achten auf Gray, achten auf Mason. Allen geht tief. CD Lamb wäre auch noch eine weitere Option. Der Ball in die Arme der Bengals geworfen. Prescott mit einem Blackout. Touchdown Cincinnati. Ich beiß gleich in den Controller. Das ist unfassbar. So von allen Situationen, von allem, was wir hätten machen können, war das mit Abstand das Mieseste. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. So, wie heißt es immer so schön im Football? Mund abwischen, weitermachen. Wir liegen mit 3 Punkten hinten im vierten Quarter. So viel zum Thema. Wir haben es in den eigenen Händen. Wir haben es gerade weggeworfen. Lamp mit dem Return. Ball an der 24-Yard-Linie. Erster und 10 für die Cowboys. Nimm den Dagger. Schicken unseren Tight End auf eine In-Route. Momentum jetzt bei den Bengals. Logisch, nach so einem Play. Da müssen wir jetzt erstmal dagegen halten. Schöner Pass von Prescott. Zweiter Versuch und 1. Wir sind nicht besoffen, sondern die Bengals haben momentan hier das Momentum. Wir sind an der 40-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Gray attackiert die Mitte. Hyman kommt von links auf einer In-Route daher. Wieder von der linken Seite. Wieder von der linken Seite. Die Left-Tackle-Position ist eine Katastrophe bei meinen Cowboys. Jetzt sieht es wieder mies aus. Lamb alleine. Einmal 1 gegen 1. Aber gut, schaut euch das mal an. Du hast keine Chance. Also die wissen, was wir spielen. Das ist unglaublich. 2-Minute-Warning. Wir haben einen dritten Versuch und 29. Lamb und Allen gehen von links auf eine Slant. Hyman von der rechten Seite. Wir brauchen einen First Down. Gehen kann es nur über Keenan Allen. Und der hat das First Down. Ball an der 49-Yard-Linie. Was für ein Spielzug der Dallas Cowboys. Puh. Durchatmen. Das war richtig gut. Wir sind in der Hälfte der Cincinnati Bengals angekommen. Keenan Allen kämpft sich an die 43-Yard-Linie heran. Wir brauchen einen Field Goal für den Ausgleich. Einen Touchdown, um hier in Führung zu gehen. Wir nehmen die Verticals. Hyman attackiert die Mitte. Wir achten auf Gray, unseren Tight End. Der kommt von der rechten Seite. Prescott, meine Güte, überwirft den Tight End aber mal komplett. Und damit haben wir dieses Spiel dann doch geschafft zu verlieren. Das ist unglaublich, was hier passiert. Erster und 10 Bengals an der 36 der Cowboys. Dallas blitzt.
Trotz alledem kommt der Running Back 6 Yards nach vorne. Timeout der Cowboys. Wir bleiben beim Blitz. Da kommt der Lauf. Ein Yard im Backfield getackelt. Ball an der 31-Yard-Linie. Wir haben noch ein Timeout zur Verfügung. Cowboys verteidigen gegen den Run durch die Mitte. Und jetzt ist alles offen da hinten. Ja, wir mussten das riskieren. Boyd mit dem Touchdown. Oh, und wir haben hier in den Cincinnati Bengals echt unseren Meister gefunden. Das sah alles so gut aus. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug Passing Yards erzielt, um die Early Access Challenge fertig zu haben. Das ist, glaube ich, das einzige Positive an dieser Geschichte hier. Mann, 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 was bin ich froh, wenn unsere Packs kommen und wir endlich anfangen können, uns unser Team aufzustellen. So, Return, CD Lamb. Keine Chance. No chance für unseren Returner. Erster Versuch und 10 für die Cowboys an der eigenen 25-Yard-Linie. Gray attackiert die Mitte. Allen im Slot. Dritte Interception. Mein Gott. Prescott. 3 Interceptions. Also ich kann jetzt noch nicht mehr in die mittlere Distanz werfen. Da wird mir alles abgefangen. Das ist unglaublich. Ich kann wirklich nur noch am besten kurze Pässe nur noch auf den Tight End und auf den Running Back. Meine Wide Receiver gut zu wissen. Aber die kann ich nur wirklich bei kurzen Pässen einsetzen. Da geht ja gar nichts bei unserem Quarterback. Da ist kein Druck hinter den Bällen. Mann, 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 Mann. Oh, ich hab gehofft, dass wir vielleicht noch ein paar Passing Yards machen können, aber ui, das wird sehr schwierig, wenn wir hier eine Interception nach der anderen raushauen. So nah waren wir noch nie dran, auch wenn es der Score jetzt hier nicht mehr widerspiegelt. Bis dato unser bester, erfolgsversprechendster Versuch gegen die Cincinnati Bengals. Aber noch immer weit davon entfernt, hier auch mal Erfolg zu haben. Tiefer Ball auf Keenan Allen. Incomplete. Aber keine Interception. Ich weiß, ich probiere es immer wieder. Ich kann nichts dafür. Das fällt mir so schwer, hier nur mit diesen kurzen Dingern die ganze Zeit zu arbeiten. Hyman mit dem Catch. Ball an der 32-Yard-Linie. Neuer Erster und 10. Wenn das Spiel nicht vorbei gewesen wäre. 31-14. Riesenklatsche durch die ganzen Picks von Prescott. So, schauen wir mal, ob wir die 2.500 Passing Yards jetzt aber voll haben. Das wäre zumindest ein kleiner Trost. Da haben wir schon mal mächtig XP bekommen. Sehr viel. Jetzt sind wir tatsächlich Level 6 geworden. Tada! Oh, ja, jetzt gibt es schicke Sachen. Jetzt gibt es schöne Sachen. Vielleicht die schönen Sachen, die wir brauchen, um die Bengals zu besiegen. Denn das haben wir immer noch nicht geschafft. So, wir sind Level 5 geworden. Schauen einmal schnell in unsere Missions hinein. Jawohl, damit sind die Early Access Objects erledigt. Perfekt, jetzt haben wir nur noch die Ultimate Season Rewards. So, mit Level 5. Ja, wo ist mein Fantasy Pakt, Freunde? Ich bin gerade Level 5 geworden. Da werden wir also noch ein Spiel für machen müssen. So, wir müssen mal schauen. Ich habe da doch irgendetwas gesehen, dass wir noch eine gewisse Anzahl von Spielen gewinnen dürfen. Mit weniger als 70 overall. Weil da müssen wir echt jetzt so langsam
aber sicher drauf achten. War das bei Camp Counselor? Nein, da war es nicht. In der Team Affinity. Da haben wir noch Russian. 10 Pässe, das hat na logisch. Da war es auch nicht drin. So, unseren Team-Captain haben wir ja im Einsatz. Aber wo habe ich das denn gesehen? Ich bin noch nicht komplett durch. Oder etwa doch? 75, 4000 Fumbles, Fumbles, Win Games. Ich sehe natürlich nicht mehr, was wir mittlerweile schon erledigt haben. Aber so viele Spiele haben wir doch noch nicht gewonnen. Freunde, bleibt mal realistisch. Early Access ist erledigt. Haben wir irgendwas Neues an Spielern bekommen? Oder hat man Packs? Nö. So, aber wir haben Level 5 erreicht. Dann müssten wir uns doch jetzt einer. Genau, in den Special Offers können wir uns das Paket leisten. Den Fantasy Pack. 15.000 Coins. Die zahlen wir. Es geht auch ohne Madden Points. So, wir haben einen Pick. Devante Parker von den Dolphins. Jeffrey Simmons von den Titans. Brandon Graham von den Eagles. Roquan Smith von den Chicago Bears. 82er Linebacker. Bryce Callahan. Robbie Gould, der Kicker. Za'Darius Smith. Ich gehe mal ein bisschen da durch. Javon Clowney, David Montgomery. Shaquille Griffin. William Jackson. Cowboy-Spieler wäre mal ganz nett, Freunde. John Johnson. Tremont Edwards. Jetzt wird es langsam eng. Michael Pallotry, der als Panther, Freunde. Und Devin Bush. Wir haben nicht einen Cowboy bekommen. Cornerback, Cornerback, Halfback. David Montgomery. Cornerback, Roquan Smith. Als Middle Linebacker. So, da wir Roquan Smith eh verkaufen werden, und das ist leider ein Fakt. Za'Darius Smith. Left Outside Linebacker wäre auch noch eine Möglichkeit. Cornerback William Jackson. Nee, aber da nehmen wir doch dann lieber Roquan Smith als Middle Linebacker. Kein einziger Cowboy, ich könnte heulen. So, weg ist der Pack. Den nächsten gibt es mit Level 25. Papa. Na, Mahlzeit. So, dann gehen wir doch gleich mal ins Line-up. In der Defense kommt unser neuer Middle Linebacker Roquan Smith rein. Das wird richtig was ausmachen. Jetzt sind wir nämlich auf einmal mit dem Middle Linebacker, der eine gute Übersicht hat, der gegen den Lauf verteidigen kann, in der Mitte stark aufgestellt. Und damit hoffen wir mal, dass wir Burrow doch ein bisschen Schwierigkeiten machen können. Roquan Smith, unser neuer Middle Linebacker. So, den können wir natürlich auch bei den Specialists einstellen. Dann nehmen wir immer bei den Sub-LBs auch gerne unsere normalen Linebacker, die dort aktiv sind. So, David Bellamy kommt hier noch mit rein. So, damit haben wir einen 69er Overall. Werfen noch mal einen Blick ins AHA, was es dort an Cowboys-Playern gibt, ob wir es
da irgendwo Sinn macht, doch noch was zu holen. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Allerdings nerven mich die Cincinnati Bengals gerade unvorstellbar. Aber schaut euch das mal an. Da bekommen wir, ja, Left End haben wir die Marcus Lawrence. Quarterback haben wir unseren Dak Prescott. Wide Receiver Noah Brown, das wären 69er. Aber 1500 Coins dafür ausgeben. Freunde, das ist eine heftige Nummer. Anthony Brown. Keanu Neal als Strong Safety mit 2.500 Punkten. Schauen wir doch mal, was wir hier generell alles an Power-Ups zur Verfügung haben. Keanu Neal, Lyle Collins, da wird es dann schon in der O-Line deutlich teurer. Amari Cooper, das ist günstig, aber leider dauert es zu lange. Ach, da können wir leider nichts mit anfangen. Unsere Trainingspoints, können wir die momentan in irgendeiner Form einsetzen? Ich denke da mal ganz gezielt an CD Lamb. Können wir den upgraden? Ein bisschen. Ability, X-Factor Slot. Nutzen nicht wirklich viel an der Stelle. Wir haben ja sage und schreibe nur 50 Trainingspoints zur Verfügung. Können wir mit Prescott etwas machen? Können wir nicht. In der Defense schauen wir uns mal unseren DeMarcus Lawrence an. Auch da ist nichts möglich. Bei unserem neuen Field General leider auch nicht. Tja, das war's mit den Verstärkungen, die wir haben. Es gibt also jetzt einen neuen Middle Linebacker. Und damit, mit diesem Middle Linebacker, werden wir unser Traumata besiegen und werden die Cincinnati Bengals endgültig schlagen. Das ist der Plan. Auffahrt. Jetzt sind wir dran, die Bengals. So, Schluck Kaffee noch zur Stärkung und dann geht's los. Aber ich merke mittlerweile schon, wie man verkrampft an der ganzen Nummer. Die Bengals rauben mir hier echt den Nerv. So, wir sind im AT&T Stadium. Cincinnati eröffnet die Partie mit dem Kickoff. CeeDee Lamb nimmt den Ball auf. Der Return. An die 22-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Quarterback Dak Prescott kommt aufs Feld. So, und bitte daran denken, kurze Pässe. Kurze Pässe, Läufe. Mehr machen wir nicht in der Offense. Allen und Lamb von links auf einer Slant. Der Ball zu Keenan Allen. Wir haben das erste First Down. Ball an der 35-Yard-Linie. Da hat es Keenan Allen aber auch ordentlich durchgeschüttelt. Harter Hit. Erster Versuch und 10. Deswegen laufen wir jetzt erst einmal und Mason bringt den Ball an die 45. Schön die Lücke genutzt. Second and inches. Wir stehen kurz vor einem neuen First Down. So, Mason durch die Mitte. Hat das First Down. Wir sind an der 49-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, das Schöne ist, wir haben ja unsere Passing Yards voll. Ab jetzt können wir also mehr laufen. Ah, da wäre ich rechts vorbei besser gegangen. Mann, da war die Lücke. Links hat der Defensive Tackle das Duell gewonnen. Wir nehmen die Flut. 2009. Gray attackiert die Mitte. Wir achten auf Allen, der kommt von rechts. Gehen Allen mit dem Catch. Schöner Spin-Move, First Down an der 40-Yard-Linie.
Ich bin sehr gespannt nach auf Roquan Smith von den Chicago Bears als neuen Middle Linebacker. Der wird Impulse setzen. Mason kommt hier nicht nach vorne, verliert ein Yard. Wir haben einen zweiten Versuch und 11. Shallow Cross. Wir achten auf Gray. Wir achten auf Mason. Allen geht über die Mitte. Interception. Da wollten wir mal auf die Außen gehen. Und die Cowboys versägen es. Die nächste Interception. Also das Leiden geht weiter. Ja, der Ball zu kurz. Viel zu kurz. Also das ist einfach, die Wurfpower ist nicht vorhanden. Erster Versuch und 10 für die Bengals, für Joe Burrow. Oder versuchen sie einen Screen, der geht aber mal komplett in die Hose. Zweiter Versuch und 10. Unsere Defense ist eingestellt. Zweiter Versuch und 10 an der 48-Yard-Linie. Schneller Ball auf die Außen. Oh, Miss Tackle. 1, 2, 3. Meine Güte. Erster Versuch und Goal an der 8-Yard-Linie. Wir bekommen die Bengals nicht in den Griff. So nimmt man einen neuen Middle Linebacker aus dem Spiel, indem man über die Außen geht. Gleiches Spiel, ein Yard Raumverlust, Second and Goal. Jetzt ist das erste Quarter vorbei, noch keine Punkte. Aber die Bengals stehen kurz vor der Endzone unserer Cowboys. Second and Goal an der 9. Lauf durch die Mitte, getackelt an der 2-Yard-Linie, es ist ein dritter Versuch und Goal. Ich rechne eher mit einem Pass, aber es kommt der Run und gestoppt. Kein Touchdown für die Cincinnati Bengals. Vierter Versuch. Die Defense der Cowboys hat gehalten. So, die Field Goal Unit auf dem Feld verwandelt souverän die ersten Punkte. Cincinnati ist auf dem Scoreboard 3:0. Der Spielstand. So, die Bengals mit dem Kickoff. Ball an der 1-Yard-Linie aufgenommen von CeeDee Lamb. Der sucht verzweifelt eine Lücke, aber da ist keine. Erster und 10 an der eigenen 20. Post-Wheel-Drag. Lamb geht über die Mitte. Wir achten auf Gray, unseren Tight End. Er macht den Catch. Ball an der 26-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 4. Wir nähern uns langsam aber sicher schon dem Two-Minute-Warning. Allen und Lamb von links auf einer Slant. Hyman kommt von der rechten Seite. Schneller Ball von Prescott. First down an der 32-Yard-Linie. So, da ist die offizielle Auszeit. Two-Minute Warning. Wieder ein Slant-Versuch der Cowboys. Und der Catch von Keenan Allen. Ein neues First Down. Wir sind an der 43-Yard-Linie. Ich traue mich, so viele Spielzüge gar nicht mehr anzufassen, weil ich Sorge habe, dass wir zu weit werfen müssen. Und Lamb, den hat er aber nicht mehr in
Bounce. Zweiter Versuch und 10. Allen und Lamb. Wieder auf einer Slant. Wieder geht der Ball raus zu Keenan Allen. Wieder ist es ein First Down. Wir sind in der Hälfte der Bengals an der 43-Yard-Linie. Ray über die Mitte, Lamp links außen geht tief. Und wir sind an der 37. Zweiter Versuch und 5. Gray attackiert die Mitte. Das sieht nach viel Platz aus, aber das hat sich leider ganz, ganz schnell wieder getan. Prescott läuft selbst immer noch auf den Beinen. First down an der 25. Die Cowboys sind in Field Goal Range. Erster Versuch und 10. Allen und Lamb. Auf die beiden achten wir hier wieder besonders. Wieder Keenan Allen, der fängt hier gerade alles, was kommt. Die Cowboys mit einem ersten Timeout. So, wir sind in Field Goal Range. Wir wollen aber mehr. Wir wollen den Touchdown. Erster und 10. Allen und Lamb von links auf einer Slant. Gray, unser Tight End, ist die Absicherung. Der bekommt auch den Ball und jetzt sind wir an der 4-Yard-Linie. Zweites Timeout der Cowboys. Ein Double Slant. Allen und Lamb von links, Heyman von der rechten Seite. Notfalls laufen wir mit Prescott selbst. Ball an der 6-Yard-Linie. Letztes Timeout der Cowboys. Wir müssen hier erstmal das Field Goal mitnehmen. 3:3 zur Pause. Ein Unentschieden zwischen den Cowboys und den Bengals. Ganze 6 Offensive Snaps der Bengals. Aber es reicht zu einem Unentschieden. 3:3. So, wir gehen rüber in die zweite Hälfte der Partie. Ah, jetzt habe ich mir die Stats gar nicht angeschaut. Damn it, da war der Daumen wieder schneller als das Hirn. Kickoff zur zweiten Halbzeit. An der 2-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Und Cincinnati retourniert. Fumble! Da haben sie Glück, können den Ball selber noch wieder recovern. Erster und 10 an der 20-Yard-Linie. Auch die Bengals machen Fehler. Erster Versuch und 10 für Cincinnati. Passbombe. Und das ist eine Interception. Dix mit dem Pick. Turnover. Ballbesitz Cowboys an der eigenen 26-Yard-Linie. Man kann auch einen Joe Burrow intercepten, dass wir das mal erleben dürfen. Allen lässt den Ball fallen. Jetzt brauchen wir irgendetwas Sicheres, damit wir zumindest ein paar Yards nach vorne kommen. Nehmen wir den Wheel Spot und achten auf Gray, unseren Tight End. Bekommt den Ball, schön. Da kam von links mächtig Druck der Cincinnati Bengals, aber die Cowboys bleiben cool. Dritter und 5. Ball an der 31. Gray und Mason tauschen hier jetzt gleich die Positionen. Es ist immer die linke Seite, von der der Druck kommt. Wir haben hier ein verdammt enges Spiel. Vierter und 5. Wir probieren diesen Versuch auszuspielen. Achten auf Gray, achten auf Mason. Der Ball zu Heyman und er hat ihn. First down. Ball an der 39-Yard-Linie.
Der Drive der Cowboys geht weiter. Erster und 10. So, Lamb über die Mitte. Schauen wir mal, wie sich dieses Ding hier entwickelt. Ball zum Tight End, den muss er doch haben. Mann! Oh, solche Sachen dürfen nicht passieren. Solche Drops, die brechen einem das Genick. Zweiter und 10. Wir probieren einen Screen über Mason. Der Ball geht raus. Da hat er keine Vorblocker. Der Ball an der 42-Yard-Linie. Dritter und lang. Dritter und 7. Neben den Level Sail. Der Blick geht zu Hyman. Und zum Tight End. Der hat ihn. First down. Ball an der 39-Yard-Linie. Riesenplay vom Tight End der Cowboys. Wow, war das wichtig. Erster Versuch um 10. Allen und Lamb von links auf einem Screen. Ball geht raus zum Tight End. Er macht den Catch. Wir sind an der 34-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 4. Wir bleiben beim Slant. Wir hoffen ja, dass sich Allen und Lamb lösen können. Dann über die rechte Seite viel Platz haben. Jetzt gehen wir über die Mitte, denn da war die Lücke. Allen mit dem Catch. Wir sind an der 22-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Jetzt müssen wir unseren Wide Receivern ein bisschen Entlastung gönnen. Mason. Mit einem Run durch die Mitte. Der Ball ist an der 17-Yard-Linie in der Red Zone. Zweiter Versuch und 5. Cowboys bleiben beim Run. Wieder Mason. Und das ist ein First Down. Und mehr. Der Ball ist an der 1-Yard-Linie. First and Goal. Und damit endet das dritte Quarter. Dallas drückend überlegen in der Offense. Fullback Drive. Ich wusste gar nicht, ob wir einen Fullback im Team haben. First and Goal. Mason versucht's. Scheitert an der 1-Yard-Linie. Und direkt der nächste Versuch. Und da kommt er nicht nach vorne. Der Ball immer noch an der 1-Yard-Linie. Leute, wir sind an der 1. Wir müssen in die Endzone. Das gibt's doch gar nicht. Verarscht mich nicht. Halfback Dive. Dritter Versuch. Keine Chance. Keine Chance. O-Line, eine Katastrophe. Vierter Versuch und Goal. Wir nehmen das Field Goal mit. ...6:3 der Spielstand. Wow, jetzt haben wir hier Crunch Time pur. 2 Minuten 34 noch zu spielen. Das ist eine Ewigkeit. Aber ist Burrow cool genug dafür? Der Ball an der 5-Yard-Linie, der Return der Bengals. Gestoppt an der 27. Erster Versuch und 10 für die Cincinnati Bengals. Empty Backfield, Burrow will auf jeden Fall werfen. Wirft vollständig an die 34-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 3 von der 34. Play Action. Oh, sehr gut. Im zweiten Versuch sitzt der Tackle. Erster und 10 an der eigenen 41-Yard-Linie. Und jetzt sind wir beim 2-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie.
zwischen den Cowboys und den Cincinnati Bengals. Erster Versuch und 10. Burrow über die Mitte. First down, Riesenplay, Ball an der 38-Yard-Linie. Damit sind sie eigentlich schon in Field Goal Range. Ja, na, 38 ist ein bisschen früh, aber noch ein First Down und sie sind's. Incomplete Pass von Burrow. Der Ball immer noch an der 38. 1:31 sind noch zu spielen. Ball über die Außen. Tackle, Ball an der 36. 3. und 8. Das ist noch zu weit für ein Field Goal Try für die Bengals. Burrow wirft vollständig. Oh, der Ball an der 33. Jetzt bin ich gespannt. 4. Versuch und 5. Die Cincinnati Bengals bleiben mit ihrer Offense auf dem Feld. Das kann das spielentscheidende Play werden. Burrow geht in die Endzone und er ist incomplete. Turnover on downs. Ballbesitz Dallas Cowboys an der eigenen 33-Yard-Linie. Wir haben, glaube ich, noch nicht genug Offense-Yards gemacht. Wir brauchen ja 200 Offense-Yards. Die müssen wir noch irgendwie schaffen. Cincinnati rechnet damit, dass wir natürlich jetzt laufen. Deswegen gehen wir per Audible in einen Passversuch. Suchen Keenan Allen, finden ihn. Der Ball an der 45-Yard-Linie. Oh, Leute, wir haben es gleich. Wir haben es hoffentlich bald geschafft. Die Bengals haben noch Timeouts. Erster Versuch und 10. Wir gehen per Audible in einen Passspiel zu. Prescott wirft den Ball weg. Zweiter Versuch und 10. Es hat mir einfach nicht gefallen, was wir da gesehen haben. Mason jetzt tatsächlich mit einem Run, kommt nicht nach vorne. Die Bengals mit dem zweiten Timeout. Dritter Versuch und 12. Cowboys mit einem Passversuch. Allen hat ihn. First down, bricht ein Tackle. Ball an der 17-Yard-Linie. Timeout Cincinnati. Aber es ist das letzte Timeout der Bengals gewesen. Die Cowboys an der 17-Yard-Linie. Mason mit dem Run. Durch die Mitte. Tankt sich an die 5-Yard-Linie heran. Wir haben ein First and Goal und jetzt läuft die Zeit weiter. Die letzten 30 Sekunden laufen. First and Goal. Mason bringt den Ball an die 2-Yard-Linie. Second and Goal. Letztes Play im Spiel. Noch einmal Mason. Und das Spiel ist aus. 6:3 schlagen die Dallas Cowboys die Cincinnati Bengals. Mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft. Leute, ich bin fertig mit der Welt. Ich brauche eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hier kommt, glaube ich, noch... Ah, wir kriegen noch einen Goldplayer. Den müssen wir natürlich noch mitnehmen. Den müssen wir noch mitnehmen. Wen haben wir da? Eli Apple, Cornerback. Gerne genommen. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oh, jetzt kommt noch ein Pack. Wir kommen gar nicht dazu, uns zu verabschieden. Ein Pack jagt hier den anderen. So, was haben wir hier? Devin Hester. Der Season Champion oder Junior Seau. Wide Receiver oder Middle Linebacker.
So, ba, ganz schwer. Wen nehmen wir da? Hester ist ein Top-Returner. Auf der Middle-Linebacker-Position weiß ich nicht, ob wir da noch Probleme bekommen. Wir nehmen Devin Hester mal mit. So. Und noch ein Collectible. Was machen wir denn damit? ...2250 Points. Ah, oh, das tut gut. Leute, wir haben es geschafft. Was war das, ein Akt, die Cincinnati Bengals zu besiegen? Wir haben doch alle Sterne geholt, oder? Oder? Ja, 100% complete. Also alles geholt. Oh, okay. Lass es uns eine kleine Pause gönnen. Denn die haben wir uns jetzt verdient. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.